Du hast dir aber wirklich den besten Zeitpunkt ausgesucht, um einen Snack zu essen. Wir sind doch wohl gut. Sag mal, wenn wir loslegen. Vor 20 Sekunden? Okay. Hallo! Herzlich willkommen zu Folge 71 von Mr. und Mrs. Clear. Mahlzeit. Wir haben heute ein Thema, das tatsächlich von einer Followerin gekommen ist, nachdem ich vor ein paar Wochen dazu aufgerufen habe, uns Themenvorschläge zu schicken. Und die Marie Noël, hi, hat die extrem coole Idee gehabt, dass wir mal drüber reden, wie dieses Blogger-, YouTuber-, Influencer-Dasein sich auf unsere Beziehung beeinflusst. Es beeinflusst unsere Beziehung gerade. Es ist 10 am Abend, wir drehen. Es ist tatsächlich einfach schon spät. Ja, ich war schon im Serienmodus. Es ist blöd, ich war jetzt ein paar Tage nicht da. Es ist wahnsinnig viel Arbeit liegen geblieben. Und wir sind halt vorher nicht dazu gekommen, weil der Markus hat einen 9-to-5-Job. Ohne ihn kann ich das hier nicht machen. Und ja. Das stimmt. Deswegen dauert es so lang. Das geht nämlich dann auch so weit, dass wir uns auch mal Gedanken drüber machen müssen, wenn wir auf Urlaub fahren, wie viele Folgen wir vorher drehen. Ja. Damit wir dann, wenn wir zurückkommen, kein allzu großes Loch haben oder einen Stress haben, in letzter Sekunde ein Video zu drehen. Genau, und das Wort Stress, das kann sich schon manchmal auf die Beziehung auswirken. Also wenn gerade viel los ist und das passiert, Gott sei Dank, das ist ja was Cooles im Grunde, dann bin meistens ich die Gestresste und da ist meine Laune eher, nennen wir es mal, schwierig. Ich bin dann der Genervte. So, jeder hat seinen Part. Ja, aber das ist auch, glaube ich, das Wildeste. Oder gibt es noch irgendwas, was du urzach findest? Dass wir manchmal einfach kein Wochenende haben. Hat aber auch seine Vorteile. Wir machen auch sehr coole Wochenende. Ja, wir haben, das muss man halt auch sagen, ja. Wir erleben die coolsten Sachen. Und diese Videos und die Blog-Einträge und die Insta-Stories und das alles, das ist schon ganz cool, wenn man das als Paar machen kann. Ja, es ist nicht immer rosig, manchmal streiten wir uns. Aber ja, das mit dem Wochenende ist halt blöd, manchmal. Ja, aber dafür waren wir schon bei minus 16 Grad draußen und haben gedreht an einem Wochenende. Also es gibt auch schon coole Dinge, die wir da machen. Ja, das stimmt. Nein, aber wir streiten uns auch. Wir streiten uns auch, wenn wir arbeiten. Ja, der Markus hat überhaupt keine Geduld, wenn es darum geht, Fotos von mir zu machen. Und dann fetzen wir uns. Das ist schon besser geworden, findest du nicht? Nein. Okay. Du sagst immer, es ist schon besser geworden, Schatz, gell? Und ich denke mir, nein, dann machst halt jetzt 6 Fotos statt 4, aber in Wahrheit ist das kein Progress. Aber okay. Ja. Hey. Deswegen frage ich immer andere Leute. Mach mal leider doch unsere Kommunikation drunter, weißt du das? Wirklich? Ja, weil wenn du sehr oft unterwegs bist und bei Events bist und die Veranstaltungen, wo wir auch gemeinsam hingehen und dann kommst du heim, hast du manchmal überhaupt keinen Bock mehr zu reden. Das stimmt. Und ich möchte einfach wissen, wie dein Tag war. Ja, das stimmt. Dann aber ist ja immer urangefressen, wenn ich sage, Markus, ich will nicht drüber reden oder ich lüge einfach schamlos und sage, na ja, alles cool oder ist nichts Spektakuläres passiert. Und dann kommt irgendwie drauf, dass doch was Spektakuläres passiert. Nachdem ich ihre Insta-Stories geschaut habe, um mich zu informieren. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man es nicht kennt. Aber ich kommuniziere halt viel und ich kommuniziere beruflich. Ja, auch dieses Insta-Stories machen, auch diese YouTube-Videos drehen, ja, auf Events gehen und mit Leuten reden oder auf Termine gehen. Das ist wahnsinnig viel Kommunikation, die manchmal nicht von 9 to 5 ist und dann zu Ende ist, sondern einfach von 9 to Mitternacht geht. Und dann hat man irgendwann keinen Bock zu reden und will am Sofa liegen, ein Glas Rotwein trinken, das werde ich jetzt gleich machen, und eine Serie schauen, ohne zu reden. Und ich frage dich ja immer, wie dein Tag war, oder? Du fragst mich. Ich frage dich immer. Du fragst mich immer, wie mein Tag war? Ich höre auch meistens zu. Mhm. Ich höre wirklich oft zu, ich weiß alles. Außer irgendeine E-Mail kommt rein. Oder irgendeine wichtige Nachricht, dann kann schon mal passieren, dass du während des Gesprächs einfach. Genau so. Ach so. Ja, das stimmt. Es ist schwierig. Hm. Aber ich sage euch was, das ist. Also, es müssen beide offen sein dafür, glaube ich. Mhm. Und der Markus hat sich das sicher auch oft anders vorgestellt. Dafür haben wir halt einfach sowas wie einen Alltag nicht. Das finde ich schon ganz cool. Ja? Das stimmt. Und ich finde, unsere schönsten Date Nights sind am Sofa im Pyjama, ohne BH, ohne Schminke. Das ist meine Version von toller Date Night.
Nur wir zwei. Ist halt ein bisschen anders, ja, aber es ist jetzt nicht mehr schön oder besser oder schlecht, es ist halt einfach anders. Es gibt auch viele positive Sachen. Ja, da brauchen wir gar nicht diskutieren, es sind urviele positive Sachen, ja. Ich finde es ja auch ganz toll, dass diese Serie, die wir hier machen mit der Woman, eine Art Ventil für unsere Beziehung ist. Das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass das extrem cool ist, dass wir über Sachen reden, die wir jetzt, wir besprechen natürlich nicht die intimsten Sachen jetzt hier vor der Kamera, so ehrlich muss man auch sein. Aber wir bereden manchmal Sachen und kommen im Zuge dessen drauf, so sieht er das oder so denkt er. Mhm. Ab und dann gehe ich auch alleine auf eine Abendveranstaltung, weil ich dort beruflich hin muss. Und dann treffe ich Leute, die mich ganz aufgeregt fragen, wo du bist und warum du nicht dabei bist. Und ob alles okay ist zwischen uns. Und what? Ja. Das ist total dämlich. Ja. Also es beeinflusst unsere Beziehung Gott sei Dank nicht. Da frage ich mich halt einfach, wie Fahrt den Leuten im Kopf sein muss oder wie sie ihre Beziehung handhaben und ob sie getrennt auch was machen. Aber so, es soll Schlimmeres geben. Im Grunde, ich glaube, das, was für mich am merkwürdigsten ist und was für mich immer merkwürdig sein wird, ist, dass wir halt unsere Beziehung schon sehr in der Öffentlichkeit präsentieren und dass es dadurch passiert, dass Leute das Gefühl haben, uns zu kennen oder zu wissen, wie es in unserer Beziehung abläuft und manchmal auch die Leute reden und sagen, ah, ich habe gehört, dass das ist passiert oder der Markus war angefressen wegen der und der Geschichte oder du warst angefressen wegen der und der Geschichte und man denkt sich, ja, aber ich meine, es ist eh alles okay. Das ist, glaube ich, das, was ich so blöd finde. Komplett unaufgeregt, oder? Ja, Gott sei Dank. Ja, das stimmt. Was, das ist überhaupt nicht unaufgeregt. Unser Leben ist uraufregend. Das stimmt, das unser Leben okay. Ist aufregend. Entschuldigung. Entschuldigung, ich glaube, ich mich voll angenießt. Hoppla. Entschuldigung, mach weiter. Okay. Sorry. Manchmal passiert es, dass wir auch gemeinsam unterwegs sind und dann irgendwo auf der Straße herumflanieren und irgendjemand ganz aufgeregt auf dich zuläuft, weil er dich anscheinend erkannt hat und dann 10 Minuten mit dir redet und ich stehe daneben und ich freue mich aber nur, dass die Person sich so freut. Aber ich stelle dich immer vor. Das stimmt. Und dann kommt der Satz, ah ja, stimmt, dich kenne ich auch aus den Instagram-Videos. Und das war schon wieder mit mir. Bitte schenke dir Markus mehr Aufmerksamkeit. Nein. Ich habe mich ja mittlerweile überhaupt. Ich habe mich ja daran gewöhnt und ich verstehe es auch. Ich bin auch immer aufgeregt, wenn ich sie sehe. Oh, das wäre ein schöner Übergang. In diesem Sinne, es ist spät nach 10. Wir sehen uns nächste Woche. Wir gehen jetzt schlafen. Es ist spät nach 10. Es ist spät nach 10, sagt die Uhr. Okay, gut. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Baba.